Baue ich gerade oder baue ich direkt. Ach komm, wir bauen direkt schon das, was. Kosten ja alle nur eins. Öl habe ich noch gar nicht gesehen, tatsächlich. Wird auch noch spannend. Verzeihung. Ich weiß nicht, wer es war. Okay. Hölz, das habe ich auch noch keine gesehen. Dass es jetzt eine Postie gibt. Ich finde auf jeden Fall das spannend hier. Entschuldigung. Okay, was kann die denn? Electronic leash to keep your dinos from wandering too far. Okay. Interessant. Die Pelzrüstung, die ist wahrscheinlich für Schneegebiet nicht schlecht. Wann lernt man denn die Chitinrüstung? Das ist erstmal die Wüstenrüstung, die wir hier eh nicht lernen können. Das ist die Ghillie-Rüstung. 37. Okay. Den lerne ich auf jeden Fall. Das haben wir dann schon mit Stein ausbauen. Jetzt haben wir gerade alles mit Holz gebaut. Aber vielleicht einfach mal die Stone Foundations. Damit wir die hässlichen Fetch Foundations ersetzen können und die besseren Türen. Oh. Oh, das. Okay. Na gut. damit. Naja, komm, jetzt ist schon egal. Jetzt können wir das an 15. Weil, was lerne ich dann damit? Nö, danke, dann erstmal nett. Mit 30 gibt es die Sichel, auf die freue ich mich auch schon. Ach so, und Drank Arrows wären vielleicht schon mal keine schlechte Idee, ne? Wisst ihr, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Torches und so Zeug brauchst du hier gar nicht, weil es wird einfach nicht dunkel. Also zumindest hier in der Stadt, ne? Es wird Nacht, aber es wird nicht dunkel. Es hat 35 Grad. Okay. Ach ja. Dann wollen wir mal hier Storage-Zeug bauen. Ne? Wie wär's? Dafür brauche ich erstmal ganz viel Holz. Jetzt. Dafür brauche ich weniger. Machen wir erstmal sowas. Und sowas. Und sowas. Okay. Sowas. Und. Sowas. Okay, jetzt brauchen wir Fiber. Alles klar. Wo machen wir denn die Storage Area hin? Machen wir die erstmal hier so ins Eck. Hier ist eh alles krumm und schief. Also eigentlich müsste ich mir gar keine Mühe geben. Aber ich kann einfach nicht anders. That's just how I am. Ich könnte eigentlich erst so. Das macht vielleicht mehr Sinn. Oder so. Also, mehr haben wir noch nicht. Okay. Da kommt Fiber rein. Ich schätze mal, wir haben kein Fiber mehr. Oder nur mal viel zumindest. 29. Ja, geht so, wa? Und hier Chitin und Keratin. Da haben wir ein bisschen was. Das ist das Gute, dass hier Spinnen tatsächlich rumlaufen. So hat man zumindest nie Chitinmangel, so wie ich jetzt immer im Let's Play hatte. Oh. Ja, ist ja gut. So, jetzt hätte ich auf jeden Fall gerne mal Forge und das Smithy. Die Forge. Bei 125 Stone und 40 Fiber. Wir wissen, wir haben nur mal 40 Fiber.
Für Stone habe ich schon noch. Genug, glaube ich. So, warte mal ganz kurz. Ich bin überfordert. Fiber. Warte, ich habe eine Tür. Die könnte ich ja benutzen. Was ich auf jeden Fall mal ausprobieren möchte, ich greife mal so das Defense Unit ohne Dino an. Einfach nur zu gucken, was die eigentlich können. Was die so drauf haben. Wie stark die tatsächlich sind. Ob ich Uwe verliere, wenn ich mal in eine reinlaufe. Okay, reicht erstmal. Nimm mal den super Geheimeingang. Hui! So. Eine Forge, bitte, danke. Och. 125 Stone, an denen scheitert's doch jetzt, oder? Stone. Oh. 40 Fiber, 5 Flint, 25, 20 Wood. Haben wir nur 20 Wood? Ja, gerade so. 20 Wood. Tut mir leid, ich muss die ganze, ich kann es mal nicht merken. 40 Fiber, 5 Flint, 65 Hide. 5 Flint. 65 Hide, 40 Fiber. Ups. Okay, und die Steine. Oh. Für die Smithy brauchen wir dann Metall, ne? Ja, genau. Und wieder Steine. Die Forge. Jetzt wird mir natürlich die Forge da hinten im Eck am besten gefallen. Ich baue sie mal hier hin. Über unser geheimes Schlupfloch. Es ist ja halt die schönste Base, die wir jemals hatten. Aber es ist okay. Huch, was ist das? Scrap Metal Ingot. Created by refining scrap metal in a forge. Very similar to standard metal ingots. Wo kommen die denn jetzt her? Hä? Concealed gas ball. Condensed gas. Das, hä? Ist das neu jetzt? Kommt es tatsächlich vor Extension? Extension? Von Extension? Von der Extinction Extension? Hm. So, ein bisschen Holz brauchen wir aber auch noch. Ja, so viel haben wir nicht mehr. Aber für ein paar Metal Ingots wird es wohl reichen. Was macht das Campfire? Ach ja, ich brauche definitiv eine Preserving Bin. Was kostet die denn? Fiber, Stone, Thatch und Wood. Wood reicht auf keinen Fall mehr. Fiber glaube ich auch nicht. So, jetzt kriegst du mal das... Frisst er das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wahrscheinlich frisst er das. Ist mir aber jetzt gerade egal. Soll das fressen? Er hat sich's verdient. Er ist ein Biest. Ein absolutes Biest. Alright. Holz. Ich geh mal kurz ohne. Nur gerade so viel, dass ich hier Preserving Bin bauen kann. Ich hab eh klar das nächste Level ab und dann brauchen wir nur noch ein Level, dann können wir den Megalozaurus-Sattel bauen. Was war es noch? 30 Stone. Okay. Give me a preserving bean.
Yes, please. Jetzt brauchen wir natürlich noch Spork Powder. Dazu muss ich jetzt mal Mortar im Pestle bauen. Jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt auf einmal. Jetzt, man macht einen Ausflug und auf einmal kann man alles Zeug bauen, das man vorher nicht bauen konnte. Okay, Preserving Bin. Es ist jetzt alles sehr. Ne, vorübergehend alles nur so. Spork Powder, Mortar Pestle. Hide und Stone, das wird schon. Ah, doch, geht sogar. Okay. Level up! So. Keine Ahnung, hier so. Das erste. Wir haben natürlich keinen Flint, glaube ich. Wenig. okay, die ist Holz ausgegangen. Das macht aber nichts. Holz. Die Beeren kriegst du ja du. Dann gehe ich mal kurz nochmal Flint sammeln. Muss ja klar wieder. Ich gehe mal eben was trinken. Vielleicht sollte ich mal doch langsam mal Bett bauen. Einfach nur, damit ich mit dem Weg vom Spawnpoint hier rüber spare. Flint. Okay, das sind natürlich Metallsteine, da kriege ich keinen Flint raus. So. Oh, wow. Ah ja, ein bisschen was. Ich weiß, dass es warm ist. So, und jetzt folgendes. Aber hier mal alles rein. Die Beeren bleiben. Ich lasse dich in Horst. Ich mache hier nur das Fleisch rein. Das war's? Erst 17? Meine Fresse, geht das langsam. Ah, okay. Na gut. Die Hälfte von dem, was ich in der Tasche habe. Ich brauche nicht so viel. Wie lange halten die bei dir? Tiba-tiba-du. Das ist 23 Tage. Minuten, Sekunden.
Kunden, Minuten, Stunden, Tage, 23 Tage. Okay, und in der Preserving bin? Dinger, alles klar. Vielleicht. Komm, ich nehme dir mal die da ab. Warum hast du Fleisch in der Tasche? Die kannst du behalten. Das kriegst du. Okay. Das ist die. Also bislang ist es die hässlichste Base, die ich jemals gesehen habe. No lies. Aber. Zweckmäßig. Das ist das Wichtigste geworden. Okay. Okay. Muss Spiel austrinken. Ah, okay. Ich habe okay gesagt. Okay. Smithy. Drei, 30 Wood und 50 Stone. Jetzt haben wir auf jeden Fall nur 30 Wood und 50 Stone. Wood. So, jetzt brauche ich noch schnell die Smithy und dann werde ich als Folgen, beziehungsweise als Aufnahmeabschluss eben gucken, was diese Defender-Dinger da drauf haben. Die Fancy und. Oh, jetzt fliegt hier schon wieder Sch Fliege. Ich könnte kotzen. Ach komm, Metal Ingots und Hide. Das ist so nervig. Achso, Hide haben wir da drüben, ne? Nein, ach. Spiegelt sogar ein bisschen, sehe ich gerade. Hört mir jetzt erst auf. So. Okay. Jetzt ist mir gerade nämlich noch eingefallen. Jetzt hole ich nochmal schnell Holz. Zwei Dächer da möchte ich auch noch eben machen. Ach, im Ernst? Boah, sind die teuer? Okay. Na gut. Och, Mann. Das ist nervig. Jahre später. Vielleicht verschiebe ich das mit der Defense Unit doch auf die nächste Aufnahme. So, was brauche ich denn alles? 120 Wood, 30 Thatch, 20 Fiber. 20 Fiber.
Da war es gerade. So. Und. Ah. Nicht so schön. Aber das berichte ich dann beim nächsten Mal. Ja, ja. Wir sind unterwegs. Alte. Und durch. Guck, überlebt. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, hier werde ich einfach. Okay, das mache ich jetzt auch noch schnell. Ich kann das jetzt nicht so stehen lassen. nee, nicht 6, 8. Mach mal hier. 8. Ja. Hier oben drauf. Hä? Manchmal, ne? Hier ist doch 1. Ich brauche wieder Holz für Holzwand. Bäumchen. Ach komm. Ach, mir egal, ich mache das nächstes Mal. Ich habe jetzt irgendwie keine Geduld mehr. Mein Gott, dauert es. Ewig und 3 Tage. Hä? Achso. Habe ich jetzt natürlich da wieder. Okay. Ich verabschiede mich an der Stelle jetzt. Ich finde, wir haben einiges geschafft. Wir sind unglaublich viele Level aufgestiegen. Wir sind jetzt fast Level 30. Wir haben die Smithy, wir haben die Forge, wir haben. Ja, ein Tor. Und ja, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall die besten Voraussetzungen, um beim nächsten Mal dann in die große weite Welt loszuziehen. Mal sehen, ne? Dann bedanke ich mich an der Stelle ganz herzlich fürs Zugucken, wünsche euch eine schöne Zeit und sage bis dahin, macht's gut!